Dieses Video behandelt das Thema Schnittpunkte berechnen. Wir werden versuchen, diese Thematik anhand eines Beispiels zu versinnbildlichen. Zwei Stromanbieter bieten zwei unterschiedliche Tarife an. Der erste Tarif geht von einer monatlichen Grundgebühr von 35 Euro und 1 Euro extra Kosten pro Kilowattstunde aus, während der zweite Tarif mit einer monatlichen Grundgebühr von 47 Euro und 50 Cent extra Kosten pro Kilowattstunde rechnet. Hier wären die Funktionsgleichung also a f von x ist gleich 1x plus 35 und b f von x ist gleich 0,5x plus 47. Diese Funktionsgleichungen lassen sich mithilfe der angegebenen Informationen leicht aufstellen. Die Berechnung des Schnittpunktes wird nun in zwei Schritten vollzogen. Der erste Schritt besteht darin, die Funktionsgleichung gleichzusetzen. Als zweites wird die y-Koordinate des Schnittpunktes berechnet. Um diesen Wert zu erhalten, wird der durch die Gleichsetzung errechnete x-Wert in die Gleichung eingesetzt. Nun muss man nur noch die Funktionsgleichung ausrechnen und erhält den Schnittpunkt als Ergebnis.